Wenn du schon ein paar Videos zur Wahrscheinlichkeitsrechnung angeschaut hast, dann wirst du gesehen haben, dass es an vielen Stellen etwas mit Mengenlehre zu tun hat. Deshalb jetzt an dieser Stelle mal ein paar Videos, die sich nur mit der Mengenlehre beschäftigen, ein paar von den grundlegenden Begriffen da vielleicht wieder auffrischen. Ich schreibe mal einfach so eine Menge auf. Die nenne ich mal A. Und woraus die Menge besteht, das schreibe ich ja dann in diese geschweifte Klammer hier rein. Und das können natürlich jetzt völlig beliebige Gegenstände sein. Oder auch Symbole oder Bilder oder was auch immer mir durch den Kopf geht. Es lässt sich in irgendeiner Form hier in so einer Menge auflisten. Da wir aber vor allem Mathematik machen, mache ich mir die Sache recht übersichtlich und einfach und nehme einfach ein paar Zahlen her. Also da tue ich mal die 3 rein und dann tue ich die 12 in diese Menge rein und die 5 und die 13 tue ich hier rein. Dann schließe ich die Menge hier mit der zweiten geschweiften Klammer ab. Ja, und damit das arme A nicht so einsam ist, schreibe ich gleich noch eine zweite Menge dazu. Und die kriegt auch nur ein paar Zahlen. Die kriegt die 14, die kriegt die 15, die 6 und die 3. Und das wäre es dann schon. Ja, und jetzt können wir diese zwei Mengen hernehmen und damit neue Mengen bilden. Und zwar die erste neue Menge, die wir damit bilden können, wäre die Schnittmenge. Schnittmenge. Und das sieht dann so aus, dass ich dann A und diesen umgedrehten Topf male. Das soll heißen, die Schnittmenge von A und B. Und was ist jetzt drin in der Schnittmenge? Nun, dieser umgedrehte Kopf, der hat auch so ungefähr die Bedeutung wie und, also wie dieses logische und in der Mathematik. Und das heißt, dass jetzt in der Schnittmenge alle die Elemente drin sind, die in A drin sind und in B drin sind, also die gemeinsam in beiden Mengen enthalten sind. Und zwar, welche sind das? Wenn ich die 3 hier anschaue, dann ist die in beiden Mengen drin. Also die 3 ist auf jeden Fall ein Element der Schnittmenge. Und dazu kommt die 12, nein, denn die ist unten nicht drin. Die 5, nein, die ist auch unten nicht drin und die 13 ist unten auch nicht drin. Also habe ich eigentlich bloß jetzt die 3 hier als gemeinsames Element, also die 3. Das ist das einzige Element der Schnittmenge. Ja, jetzt bilde ich mal eine andere Menge und die wird garantiert größer, nämlich ich bilde die Vereinigungsmenge. Vereinigungsmenge. Und die schreibe ich dann wieder mit A und dem Töpfchen, aber das Töpfchen drehe ich um. A und B, da kann man sich vorstellen, dass man jetzt da A reinschmeißt und B reinschmeißt. Das sind also die Elemente, die in der einen Menge oder in der anderen Menge drin sind oder in beiden. Alles, was jetzt in der einen oder in der anderen oder in beiden Mengen drin sind, das kommt hier in die Vereinigungsmenge rein. Also wenn ich die Klammer hier aufmache, kann ich einfach das A abschreiben. Auf die Reihenfolge kommt es ja bei den Mengen überhaupt nicht an. Ich schreibe einfach die Elemente, die in A drin sind, auf und danach schreibe ich die auf, die in B sind. Da habe ich die 14, die 15, die 6 und dann kommt nochmal die 3. Aber die 3 habe ich ja schon. Nachdem das eine Menge von Zahlen ist, ist die 3 identisch zu dieser anderen 3. Da brauche ich die auch nicht nochmal auflisten. Also die Vereinigungsmenge besteht dann hier aus diesen 7 Elementen. Und das kann ich mir auch ganz nett in so einem Venn-Diagramm aufmalen. Bei dem Venn-Diagramm, da stellt dieses Diagramm eigentlich alle möglichen Elemente in meiner Menge dar. Und wenn ich hier Mengen von ganzen positiven Zahlen bilde, dann könnte zum Beispiel dieses ganze Rechteck hier, das könnten alle möglichen positiven ganzen Zahlen sein. Meine Grundmenge. In dieser Grundmenge ist jetzt diese Menge A enthalten. Und in dieser Menge A, die male ich mal hier auf, in dieser Menge A waren ja die 12 drin, die 5 drin, die 13 war da drin und die 3. Und wenn ich jetzt die Menge B auch noch einzeichne, dann enthält die ja auch diese 3. Das heißt, da muss ich die beiden Mengen überlappend eintragen. Also das wäre hier das A gewesen und hier wäre die Menge B gewesen. Da ist die 3 drin, aber auch die 14, die 15 und die 6. Ja, und in diesem Venn-Diagramm sehe ich jetzt ganz gut diese Schnittmenge hier. Die Schnittmenge, das wäre sozusagen die Menge hier mit dem Symbol 3.
Das war das, was wir als Schnittmenge bezeichnet haben. Und die Vereinigungsmenge, das wäre dann das alles hier. Also da kann ich mal nochmal so eine Linie hier rundherum machen. Das wäre sozusagen die Vereinigungsmenge. Das ist das hier. Also wenn es mal sehr kompliziert wird mit den Schnittmengen und Vereinigungsmengen, so ein Venn-Diagramm, hilft ein bisschen, da den Überblick zu bewahren. Jetzt aber nochmal ein anderes Beispiel. Ich gebe einfach mal die Menge C vor, auch wieder mit Zahlen. 11, 4, 12 und die 7 tue ich da rein. Und die Menge D, und da tue ich rein die 13, die 4, die 12, die 10 und die 3. Ja, und jetzt frage ich wieder nach der Schnittmenge. Also die, sage ich die Menge E, das soll gleich sein C geschnitten mit der Menge D. Woraus besteht die dann? Nun, welche Elemente sind jetzt in beiden Mengen vorhanden? Die 11 nicht, die 4 schon, also die 4 ist dabei in der Schnittmenge, die 12 ist auch dabei in der Schnittmenge, die 7 ist hier nicht dabei. Also nur die 4 und die 12, zwei Elemente in der Schnittmenge. Und dann kann ich noch die Vereinigungsmenge bilden, die nenne ich mal F, das ist C vereinigt mit D. Und das würde dann bestehen wieder aus der 11, der 4, der 12, der 7, der 13. Die 4, die habe ich schon, die brauche ich nicht nochmal aufschreiben. Die 12 genauso. Ja, die 10 wäre noch da, die 10 wäre noch da. Und die 3, das wäre dann die Vereinigungsmenge.